Schuldig, echter Patientenfall. Was ist eigentlich eine Portion Nudeln? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare. Ihr kennt das alle, Nudeln mit Soße. Was würdet ihr da sagen? Was ist überhaupt eine Portion Nudeln? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Klassenzulassung und eigene Praxis. Und ich hatte letztens einen Patienten in der Beratung, der die Fragestellung hatte und gerne Nudeln isst, was überhaupt eine Portion ist. Da ging es nicht nur um die Portion mit den Nudeln, sondern diese Fragestellung kommt ja ganz häufig hoch, was überhaupt eine Portion ist. Ihr Lieben, ihr kennt das alle. Wir haben den Teller voll, machen ein bisschen Soße oben drauf und schwupps hauen wir die Nudeln weg, oder? Ganzer Teller voll Nudeln. Ist ja in der Regel nicht ungewöhnlich. Bisschen Klassiker, Tomatensauce, helle Soße dazu. Es ist immer so, dass bei Nudeln, wenn es um Gewichtsveränderung geht, also zum Beispiel um Gewichtszunahme, wollen wir Muskelzellen aufbauen. Wenn wir Gewicht abnehmen wollen, müssen wir den Körperfettanteil reduzieren. Und es ist so, dass die Nudeln eine Blutzuckerveränderung machen, also einen schnelleren Blutzuckeranstieg. Und es dann die Frage ist, um Muskelzellen aufzubauen, ist es nicht schlau, den ganzen Teller voll Nudeln zu haben, sondern da ist es schlauer, und das ist das, was auf diesem Teller auch fehlt mit der Soße, ist nämlich die ganze Gemüsefraktion. Das heißt, wenn ich das zum Gericht nicht dazu machen kann, kann ich auch immer einen Salat zum Beispiel dazu nehmen. Kriege ich meinen jetzt hier, genau. Ich kann ja mir auch einen Grünsalat machen und den separat im Gläschen extra, also in der Schale extra machen. Natürlich kann ich mir Tiefkühlgemüse, Dosengemüse, ich kann mir auch frisches Gemüse machen, ich kann mir auch einen Rohkostsalat machen, ne, mit buntem Gemüse dazu, das geht ja auch. Natürlich können wir auch Gemüse aus dem Glas, viele fragen immer, kann ich auch Rotkohl, Weißkohl, ja, könnt ihr alles. Gemüse, alle Varianten, immer gut. Es ist immer besser, ein etwas Dosengemüse oder Gemüse aus dem Glas zu essen, als gar kein Gemüse zu essen. Ja? Und dass wir Vorlieben haben und bestimmte Dinge gerne mögen, dann einfach einbauen. Und wie ist die Portionsmenge, um zu den Nudeln zurückzukommen? Wir haben dann immer eine Eiweißquelle, wenn das passt. Das kann auch Kräuterquark sein, das kann Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei sein. Das, na, hier habe ich jetzt mal das Spiegelei zum Beispiel. Und die Nudelportion wäre an der Stelle immer eine Handvoll. Und zwar ist der Hintergrund, dass wir den Sättigungseffekt über das Gemüse bekommen, dass wir die Eiweißquelle für die Zellen bekommen und dass wir uns eben nicht nur von den Nudeln satt essen. Denn das große Problem ist, habe ich viele Nudeln, habe ich auch viel Blutzuckeranstieg. Viel Blutzuckeranstieg führt immer dazu, dass der Insulinanstieg ja hinterherkommt. Und das Insulin macht immer, also hemmt immer, dass überhaupt eine Gewichtsabnahme stattfindet. Daher, ihr Lieben, vorsichtig sein mit der Menge an Nudeln. Ihr könnt euch merken, eine, ne, Handschale voll ist sozusagen die Portionsmenge. Ihr könnt bei mir unten in der Bio nachgucken, da habe ich die Links auch zu den Portionsmengen mit dem Ernährungsmaß. Da findet ihr das Buch, da findet ihr den Fächer, da findet ihr die digitalen Strukturen sozusagen für das Handy, für den Laptop. An der Stelle habt ihr dann die Portionsmengen, und zwar nicht nur für Nudeln, sondern für Reis, Kartoffeln. Ihr habt verschiedene Kategorien hier unten, wo ihr sozusagen dann auch euer Problem löst. Ne? Ihr habt ihr Wurst, Käse, Brot, Obst. Hinten sind auch die Süßigkeiten mit drin. Das heißt, ihr habt die Portionsmengen für ganz viele Lebensmittel. Das nennt sich Rose Fröhlich Ernährungsmaß. Schaut einfach mal gerne, schaut euch die Videos dazu an. Dann findet ihr ganz viele Tipps und Tricks für euren Alltag. Ihr Lieben, ich sage jetzt ganz herzlichen Dank, wünsche euch einen schönen Tag. Und hoffe, dass es euch, ja, nette Dinge heute begegnen.